Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Elements Destiny und scheinbar muss ich ins Bild wieder klicken. Scheiße. Zack, sorry für die Maus. So, ja, der Bug ist behoben. Es ist jetzt so, dass die nächsten 2-3 Folgen nicht mit Sui sein werden, da ich das alles jetzt im Nachhinein aufnehme. Ich habe den ganzen Schmarrn schon mal gemacht und es war wirklich ein Spaß, kann ich euch sagen. Ich habe echt gefailt ohne Ende. Aber mein Camtasia hat sich dann gedacht, so, hey, ärgern wir nochmal dazu und brechen wir die Aufnahme ab. Und dann habe ich schon einen Save gehabt und ja, gut, dann habe ich halt einfach weitergemacht. So, jetzt wird das alles im Nachhinein aufgenommen. Das heißt, ich weiß schon, was passiert. Ich hoffe, ich komme auch einigermaßen gut durch. Jetzt zeige ich euch den Bug, der eigentlich hätte sein passieren sollen. Hier. Gut, wie habe ich ihn gesprochen? Arthur. Es ist wirklich schon sehr lange her, schon einige Wochen her. Dahinter wird wohl dieses Vieh sein, von dem sie uns erzählt haben. Wir sollten uns erstmal überlegen, bevor wir einfach so hineinstürmen. Es wird sicher gefährlich. Zum Nachdenken ist nun keine Zeit. Los, ich will endlich Rache. Arthur, warte doch. So. Dann gehen wir ihnen mal nach. Bam. Was? Bitte sag, dass es nicht wahr ist. Wieso kommen wir denn da nicht rein? Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere weiteren Fortschreiten verweigert wird, da wir nicht diejenigen gewesen sind, die das Tor öffnen. Aber warum hat Jack uns das nicht gleich gesagt? Was sollen wir denn jetzt bloß tun? So, ja, jetzt kommt der interessante Teil, denn ich muss mit Arthur und Casey rumlaufen. Arthur, wir müssen zusammenbleiben, ja? Renn nicht wieder ohne mich fort. Schon gut, ich hab's ja verstanden, aber wir werden zusammenbleiben. Aber beeil dich, wir haben was zu erledigen. So, ich habe schon mal hier einen Save gemacht, weil ich es getestet habe, ob es funktioniert. Dementsprechend denkt euch nichts. Speichern wir hier. Ich kann nicht mehr ins Menü. Ist ein ganz interessantes Schema hier. Ihr seht es, jetzt werdet es gleich sehen. Der Bildschirm wird ab und zu mal rot. Hier, genau. Dann bekommt Arthur und Casey Schaden. Und man sollte hier wirklich die Kämpfe vermeiden, da die beiden Level 10 oder Level 5 sind. Keine Ahnung, also sehr, sehr low. Und, ja, wie gesagt, also wenn der Bildschirm rot wird, bekommen die beiden Schaden. Und deswegen muss ich mich auch beeilen. Oh, jetzt habe ich das nicht vorgelesen. Ach, ich mach's beim nächsten. Es hat aufgehört. So, nein. Verdammt. Nein! Es ist wirklich ganz schlecht, wenn man im Kampf ist. Okay, ich glaube, das kann ich schon vergessen. Ja. Besonders die Flüchten auch nicht gut. Yay, schon das erste Game Over. Nach 2 Minuten 50 Sekunden. Yay. Ah ja, genau, unser RPG-Bug. Dauert halt eine Weile. Ach du Scheiße, sogar ohne Ton. Jetzt da geht's. Game Over, yay. Sieht man ja so selten hier in dem Spiel. So, okay, ich beeil mich, denn wir haben hier wirklich kaum Zeit, das erfolgreich zu bestehen. Oh, geh bloß weg, du blöder Dämon. So. Sieht seltsam aus. Casey berührt die Vorrichtung. Bam. Es hat aufgehört. Sehr schön, okay. An dem bin ich vorbei. Den gehe ich unten lang. So. Wow, okay. Ich muss mich beeilen. Ich weiß, glaube ich, noch einigermaßen, wo die Kristalle sind. Wie gesagt, es ist schon eine Zeit lang her, wo ich das gespielt habe. Aber hier ist der nächste. Ja, genau, das gleiche. So. Und gleich weiterlaufen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg damit. Okay. Schön. Oh, ich liebe diese Musik. Oh, zwei. Ach du Scheiße. Komm, lauf weiter. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele Kristalle es gibt. Ob es jetzt 3 oder 4 waren. Nein, falsch gegangen. Ah. Links, rechts, links, links. Ich gehe links. Also das weiß ich jetzt nicht mehr, ob das der richtige Weg war. Nein, das war der falsche Weg. Rechts wäre richtig gewesen. Scheiße.
Nein, nein. Seht ihr das? Sie hat fast keine Leben mehr. Und atme auch nicht. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das noch. Nach oben oder nach unten? Ich gehe den oberen Weg. Ja, hier ist ein Kristall. Berühren. Hm, sieht seltsam aus. War es das jetzt schon? Es hat aufgehört. Ob die Säulen irgendwas bewirken? Ja, perfekt. Und gleich schon geschafft. Und was sollen wir jetzt machen? Wie kommen wir denn weiter? Verdammt. Die Barriere ist weg. Schnell beeilen wir uns. Wir wissen nicht, wie lange es noch so bleibt. So, und jetzt können wir auch mit unseren Leuten rein. Speichern können wir leider nicht. Aber dafür unsere Gruppe erstmal ändern. Sehe ich. Kampfaufstellung hier. Wir setzen Fair für... was nehmen wir denn rein? Ah, ich nehme die Maler und die Julia. So ist es schön. Können wir auch schnell uns heilen. Heilaura. Perfekt. So, kämpfen werde ich nicht. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Hier rechts entlang. Zelda, wer kennt die Musik nicht? Ich werde diesmal den Kampf, es kommt jetzt dann ein Bosskampf, das kann ich so viel, kann ich schon mal verraten. Und diesen Kampf werde ich ein bisschen abkürzen, das heißt, ihr werdet nicht den ganzen Kampf sehen. Da ich versuche, das alles hier in eine Folge zu packen. Und mit Sui geht es ja dann wieder normal weiter. Technik, Fair, Kraftschub. Perfekt. So, hier ist eine Kiste. Ein Dunkelheitsring. Den gebe ich mal Maler. Ja, fragt euch nicht, warum ich jetzt zweimal diesen Dunkelheitsring habe. Da ich diese Kiste schon mal geöffnet habe beim ersten Mal durchspielen und die Items leider im Inventar bleiben. Aber das ist nicht so wild, ich benutze den Dunkelheitsring sonst eh nicht. Und wie gesagt, ich habe ihn ja noch nur einem meiner Charaktere gegeben. So, hier können wir wieder speichern. Aber erstmal heile ich nochmal ganz kurz. Es war natürlich jetzt sehr sinnvoll, dass ich gerade eben eine Heilaura besonders habe. Items, Super Magietrank. Puh, das war doch ein bisschen anstrengender, als ich erwartet habe. Und dieser Ort macht mir Angst. Selbst das Atmen fällt mir schwer. Ich hoffe, wir haben es bald geschafft. So. Na, da kann ich euch ja mal... ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Verdammt! Okay, gut. Gut so. Von hier aus lässt sich doch alles viel besser lenken. Schon bald werde ich die gesamte westliche Region eingenommen haben. Ich weiß nicht mehr, ob ich den so gesprochen habe. Aber, okay. Mein Zorn wird alles Leben zerstören. Du wirst nichts mehr zerstören. Hm? Ich habe gerade gemerkt, ich habe nicht gespeichert. Verdammt. Nein, ich will speichern. Wer seid ihr und was tut ihr hier? Ah, Moment mal. Ihr seid mit Sicherheit die, die versucht haben, die Elementargeister wieder zurück ins Heiligtum zu bringen. Dass ihr euch hier getraut habt, grenzt allein an totaler Verblödung. Ich werde euch zerfetzen abschauen. Du bist es also, der Kritheos und seine Bewohner all dies angetan hat. Ihr solltet besser nicht hier sein. Dieses Wesen ist unheimlich mächtig. Ach, sei doch still. Ich sagte es nun oft genug. Ich werde mich dafür rächen, was er getan hat. Wir werden euch nicht zur Last fallen. Kämpfen wir gemeinsam. Ihr könnt nicht kämpfen, Leute. Jetzt gibt es ohnehin kein Zurück mehr. Und was soll das jetzt? Glaubt ihr, das ändert irgendwas an eurer Lage? Ich bin Gorsom, der Zorn Nemesis, und ich werde euch alle zerstören. Töten! Ihr sollt sterben! Na gut. Auf in den Kampf. So, ich zeige euch mal ein bisschen Gorsom hier. Was mache ich denn? Äh,
Ich probiere es einmal. Gravitationsbruch, Spiralklinge, Schockpfeil und du stärkst mal Xai. Ich glaube, diese Melodie kommt mir von Pokémon bekannt vor. Ah, 8900, schön. Zornansammlung. Okay, er macht schon sehr viel Schaden. Nehmen wir mal Kraft des Halbmonds, ob das mehr Schaden macht. Ich hoffe, sie kann ihn schocken. Und heilt viele KP eines Charakters. Geschwächt, oh Gott. Das ist nicht gut. Oh, ich habe jetzt nicht aufgepasst, was Kraft des Halbmonds Schaden macht. Ne, warte mal, anders. So, du heilst ihn mit super Heiltrank. Du machst Spiralklinge, du machst weiter deinen Schockpfeil und du stärkst wieder. Das funktioniert nicht! Oh mein Gott, Maler ist weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Lebenswasser, Technik, Spiralklinge und... Hier, das hier. So. Oh mein Gott. Okay, gut. Jetzt habt ihr ungefähr alles gesehen, was ihr sehen solltet. Ich werde den Kampf jetzt weiterführen. Natürlich offscreen. Und werde euch dann kurz vor Ende des Kampfes wahrscheinlich wieder reinbringen. Also wieder zuschauen lassen. Und ja, dann machen wir Gordon platt. Und ich hoffe, ich schaff's auch auf Anhieb. Denn ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Weil ich vergessen habe zu speichern. Na gut, also bis gleich. So, ich hoffe, er ist bald tot. Ich habe ihm schon einiges an Schaden zugefügt. Ich habe Lalea nur noch als Heilerin abgestempelt. Also als Magieheilerin und... Die, die Schaden machen, sind eigentlich Mala und Xai. Julia, ja, macht so ab und zu alles Mögliche. Alles hier gibt es Xai mal Mana. Denn Xai und Mala machen mit ihren Fähigkeiten doch ordentlich Schaden an ihm. Und... Dämonische Schattenwelle, das gefällt mir nicht. Oh Gott. Wo gibt es jetzt ihr mal wieder... Mana. Also ich hoffe, es dauert nicht mehr lang. Hat sich schon beschwert, dass ich relativ stark bin. So gesagt, so, ah, warum stirbt der nicht hier doppen? Okay, er stärkt sich, das ist okay. Dann darf jetzt Lailea auch wieder angreifen. Oh, machen wir das. Spiralklinge, Lichtpfeile. Und du greifst jetzt auch an. Hier. Warm. Das macht leider nicht viel Schaden. Nicht schade. Das macht dafür überhaupt keinen Schaden. Oh, schön. Verrecke. Warte mal, das hat 3000 irgendwas gemacht. Jetzt schauen wir mal, was Kraft des Halbmonds macht. Ich muss jetzt aufpassen drauf. Lichtpfeile und... Ja. Schau mal, wie viel Schaden macht das? Na, es war noch weniger. Okay. Naja, in dem Fall ist vielleicht Lailea nicht unbedingt die richtige Wahl. Aber okay, ja, egal. Oh, okay. Wo gibt's hier wieder was? Viele KP eines Charakters. So. Jetzt müsste aber langsam auch wirklich fallen. Meine Güte, wie viel Leben hat denn der? Oh, ich muss Xai wieder stärken. Nein, Maler. Machen wir es anders. Item Ultra Heiltrank für die Julia. So passt die Sache. Und Xai wird wieder gestärkt. Naja, ich finde ihn relativ einfach, muss ich sagen.
Ja, geh halt nur auf Julia, ist okay. Wir machen einfach das gleiche nochmal. Spiralklinge, Lichtpfeile, aber diesmal stärken wir nämlich Mala. Ach ja. Spiralklinge, stirbt einfach. Ah, er ist geschwächt, verdammt. Na gut, dann machen wir das so. Item, Superheilung auf ihn. Spiralklinge, Lichtpfeile und das hier. Ist er wieder gestärkt? Und zack! In the face! Items, Ultramagietränk. Verdammt! Ja, machen wir Kreuzschnitt. Passt. Lichtpfeile. Und du machst. Was machst denn du jetzt? Oh, gib dir Mana. Warn! Ja, er ist tot! Okay, wir bekommen 4600 XP, 7600 Zenny und ein, das Bruchstück Nummer 1. Ja, okay. Zerstören. Ich werde euch zerstören. Meine Kraft. Wir haben ihn tatsächlich geschlagen. Niemals. Nicht ihr. Nein. Was soll das? Zögert nicht. Ihr seht doch, dass er noch lebt. Halt doch dein dreckiges Maul. Stirb! Und er hat ein Schwert im Magen. Töten. 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 Okay, gut. Ach, der erste Abkömmling ist besiegt. Das war's wohl. Wir haben einen der Abkömmlinge geschlagen. Haben wir Kritios nun gerettet? Ja, wir haben es geschafft. Gorsom, der Gebieter über dieses Areal, ist besiegt. Aber was geschieht nun mit diesem Ort? Sollen wir überhaupt noch hier sein? Es werde Licht. Was passiert bloß mit uns? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jo, wir sind wieder draußen und es ist alles wieder normal. Es ist alles wie zuvor. Ob sie überhaupt wissen, was hier passiert ist? Die Stadt, die Bürger, es sei so, als wäre nie was gewesen. Wie können wir euch bloß danken? Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Wir sind euch zur tiefsten Dank verpflichtet. Kein Problem, Kritis retten ist mittlerweile schon ein Hobby von uns. Hört nicht darauf, was er sagt. Es war auch unser Ziel, das, diese Bestie zu schlagen. Aber ich muss euch doch irgendwas geben. Ich weiß, ihr wollt bestimmt nicht mehr lange hier bleiben. Aber würde es euch jetzt ausmachen, uns im Schloss zu besuchen, nachdem wir uns mit unserem Vater gesprochen? Bitte, ich bestehe darauf. Okay. Vielen Dank. Jo, gehen wir. Und werden wir gehen? Warum nicht? Tun wir den Königskindern diesen letzten Gefallen. Außerdem haben wir einen harten Kampf hinter uns. Ein bisschen Erholung kann uns bestimmt nicht schaden. Ach ja, wie herrlich. Gehen wir zum König schnell. Oh, wie sie alle Spalier stehen, wie schön. Hallo. König? Prinz Adnor und Prinz Casey sind, Prinzessin Casey sind endlich nach Kritos zurückgekehrt. Doch es fällt mir schwer, ihnen von Charo zu erzählen.
Ja. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und mit ihm eine Belohnung ausgemacht. Das war nicht ganz so einfach, da er nichts von dem ganzen Chaos mitbekam. Nun ja, jedenfalls möchte ich das hier geben. Kammerschlüssel erhalten. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zur Schatzkammer. Die großen Reichtümer liegen natürlich hinter Gitter, aber ihr könnt euch etwas aus den Kisten im vorderen Bereich nehmen. Es ist nicht viel, aber irgendwas muss ich einfach geben. So, dann holen wir uns doch schon die Kisten. Ach ja. Das ist nämlich hier. Hier passt der Kammerschlüssel. Sehr schön. Und hier werde ich auch für heute Schluss machen. Und ja, es ist jetzt eine 21-Minuten-Folge. Das heißt, wir haben jetzt einiges geschafft. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Elements Destiny. Dann wieder mit Zoe und ja, passt, oder? Bis dann. Ciao.